So. Das ist ja heute. Kannst du eben geöffnet? Ein Herrentag Himmelfahrt Special. Ja, Ausrüstung, die man einfach braucht, an dem wichtigen Tag. Zum Beispiel? Bieröffner. Ganz wichtig. Ja, genau. Da gibt es jetzt zig verschiedene Varianten, ne? Genau. Einmal die, die man sich selber machen kann. Ganz coole Sache, kann man auch seine Firma aufmachen, wenn man will, seinen Verein, was auch immer. Kann man sich schön hinstellen. So, dann haben wir noch sowas Kleines hier, wie zum Beispiel Thor's Hammer. Gibt's auch in groß. Ist aus einem billigen Metall, aber auf jeden Fall standfester wie Plaste. Den kann man sich hier auch anhängen, kann man auch mitnehmen. Man muss bloß aufpassen hier, diese Stücke, das ist ein bisschen, naja, ich sag mal so, wenn es Leute gibt, die da immer wieder rumpopeln und fummeln müssen, dann irgendwann geht's kaputt. Aber der Rest ist auf jeden Fall widerstandsfähig, also da passiert gar nichts. So, machen wir mal den Öffnen. Oh nein. Was passiert da gar nichts, Junge? Er zeigt es übertrieben. Jetzt sind die Leute, die ja immer dran rumfummeln müssen. Ja, genau. Ja, rumgefummelt, dann hat er gesagt, gut, okay, klebe das. Ja, wenn man es wegschmeißt, dann ist das mit dem Kleben auch nicht mehr so. Klebe ich nach, das ist kein Problem. So, jetzt kümmert niemand zum Test. Und dann, wenn man nicht so ein Egoist ist wie Rico, dann nimmst du hier den Kumpelöffner. Ja. Auch sehr hilfreich. Sag mal, wie sieht es denn überhaupt aus? Ja, ich habe ja die Öffner kenne ich ja, aber. Ist das denn auch wirklich von dem Abstand her? Mal gespannt. Okay, festhalten. Ja, du brauchst halt einen Kumpel für eigentlich, ne? Der geht's natürlich. Ja? Du bist ja keine Kumpel jetzt. Also. Ja, wir sind Brüder. Ja, funktioniert. Also. Gibt's von Schultest? Ja gut, das Einzige, wo man gucken muss, irgendwann löst sich das hier, ne? Ja, mit der Kleber. Aber ist auch wurscht. Entweder klebt man das nach oder man sagt sich, ach, das brauche ich eh nicht. Das ist aus Metall hier. Also, das hält ewig. Ja, und für die Leute, die an Herrentag arbeiten müssen, beziehungsweise nächsten Tag, für die gibt es natürlich immer noch Joyboy. Ja. Genau, immer noch alkoholfrei mit Vitamin C, B12 und B9. Genau, feinste Proteinbier. Bis demnächst.